Mann, jetzt gib doch mal ein bisschen Gas, sonst holt er dich nach dem nächsten Boxenstopp wieder ein. Soll ich vielleicht ohne Reifen weiterfahren? Bye, bye, Olli. Das darf nicht wahr sein. Jetzt wart's ab, an der nächsten Schikane zieh ich vorbei. Träum weiter. Los, jetzt Gas ist recht. Oh, Scheiße. Ja, was? Du darfst doch nicht so weit über die Curbs fahren, verdammt nochmal. Da, die karierte Flagge. And the winner ist David Brandner. Seit 7 Rennen ungeschlagen. Der Titel ist ihm kaum noch zu nehmen. Macht echt Laune, gegen euch zu gewinnen, Jungs. Freu dich, Mann, nicht zu früh. Ich will eine Revanche. Was mit dir? Noch eine Runde. Ey, ihr müsst jetzt nicht den ganzen Tag das David-Aufhaltungsprogramm fahren. Das ist eher so ein Selbstwertrettungsprogramm. Trotzdem. Außerdem ist Ablenkung ja wohl das Mindeste, was wir dir gerade bieten können. Ich weiß das echt zu schätzen. Aber ihr braucht doch mal ein bisschen Zeit für euch. Schätze ich. Jetzt verzieht euch schon. Ich brauche mal einen ernstzunehmenden Gegner. Und das heißt, ich spiele jetzt mal gegen den Computer. Noch eine Runde? Noch eine Runde. Ey, wir sind echt die schlechtesten Rennfahrer der Welt. Ach, du meinst, du bist der schlechteste Rennfahrer der Welt. Ich habe David absichtlich gewinnen lassen. Mit Absicht schon klar. Jawohl schon. Zumindest meistens. Ich wollte ihm einfach ein gutes Gefühl geben, du nicht? Doch. Ich meine, im Grunde hat David uns ja ausgetrickst. Uns? Wie das denn? Ja, was? Wir haben uns schon seit Stunden nicht mehr angezickt. Stimmt, wo du sagst. Woran das wohl liegen mag? Ja, vielleicht daran, dass wir nicht über so einen ätzenden, supercoolen Eventmanager gesprochen haben? Komm, Rob ist gut in seinem Job. Ja, aber menschlich total indiskutabel. Ach, weil er neulich einmal ausfallend geworden ist. Was heißt mir bitte einmal, hä? Der benimmt sich andauernd daneben. Stopp. Guck, brauchst den Namen nur einmal erwähnen. Dann lassen wir das einfach. Wir können es versuchen. Und wir schaffen das. Ich hoffe es. Ich auch. Und ich liebe dich. Ich dich auch. Wo sind Olli und Christian? Große Versöhnung mit Aussprache. Ach, so nennt man das also. Soll ich für Andi mitdecken oder ist er schon beim Anwalt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Okay. Habt ihr wenigstens Hunger? Drüben will keiner was. Keine Sorge, in der WG ist noch nie was übrig geblieben. Dann lasst es euch mal schmecken. Nichts da. Wenn du meinst, dass wir zulassen, dass die komplette Familie Brandner jetzt in den Hungerstreik tritt, hast du dich geirrt. Ein Brötchen ist Pflicht, mein Kleiner. Na dann, Mutti. Oh, Mutti. Hey! Jetzt mal im Ernst. Ich weiß das echt zu schätzen. Ich meine, dass ich hier wohnen darf und das tolle Aufhaltungsprogramm. Also erstens hast du gestern sozusagen unsere zarte, junge und dennoch schon so sturmumwehte Liebe gerettet. Zweitens haben wir dich gerne bei uns.
Ich will euer Geturtel ja nicht stören, aber gibt's hier auch Frühstück für Männer? Für Halbnackte immer. Ey, nur gucken. Ja, dann? Ach, gucken. So. Hey. Ah, oh. Hey. Hey. Hey.